So, Bits Basics heute mal ein bisschen anders. Und zwar soll es darum gehen, mit einem Mikrocontroller Dinge anzuzeigen. Ja, Dinge anzeigen haben wir doch schon überall gelernt, richtig. Aber es soll um eine Technologie gehen, die es in den letzten Jahren so ein bisschen bei den Bastern Einzug gehalten hat, nämlich diese Teile hier. Sieht aus wie ein normales Display, ist aber ein bisschen was anderes, nämlich ein sogenanntes OLED-Display. OLED steht dabei für Organic Light Emitting Diode, also eine organische Leuchtdiode. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns an, was macht das hier so besonders, so anders und wie können wir das Ganze mit einem Arduino verwenden. Um jetzt zu verstehen, was hier dran anders ist, gucken wir uns erstmal an, was nutzt man denn sonst so. Nun, wenn wir bei Arduino irgendwas auf einem Display anzeigen wollen, Messwert oder ähnliches, dann werden die meisten von euch wahrscheinlich sowas hier kennen. Das hier ist ein sogenanntes Character LCD und ist dafür gedacht, Buchstaben anzuzeigen. Character LCD, weil es hier Kästen gibt, die genau einen Buchstaben entsprechen und der Controller, der hier drauf verbaut ist, die sind in den meisten Fällen kompatibel zum sogenannten Hitachi HD44780. Der hat auch direkt die fertigen Zeichen drin, das heißt, wir müssen nur die Buchstaben hinsenden und der kümmert sich alleine ums Anzeigen. Alternativ verwendet man auch die hier, möglichst die nicht kaputt. Das sind solche kleinen LC-Displays mit Grafik. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ich in die letzte Folge einfach reinschauen, da hatte ich sowas gezeigt. Ein Gerät, was sowas einsetzt, gibt es in verschiedenen Größen und die können dann entsprechend verschiedene Dinge anzeigen. Aber ja, hier diese ganzen Teile, die haben einen Nachteil, nenne ich es mal, beziehungsweise eins, was sie gewaltig unterscheidet von denen hier. Nun erstmal, wie funktionieren die? Alle, sowohl das hier als auch das hier, haben ein Raster aus Bildpunkten. Hier bei dem ist diesen Character LCD, wenn wir da so ein bisschen von der Seite hingucken, da sieht man es, denke ich, so ein bisschen. Das sind so kleine Kästchen, die sind eventuell also nicht über das komplette Bild verteilt. Bei denen hier ist die komplette Bildfläche mit diesem Raster versehen. Das Raster, das könnt ihr euch vorstellen, als ob da jemand Memory gespielt hat und die einfach nebeneinander gelegt hat. So, in diesem Fall, wenn ihr das hier seht, ist der Bildschirm dunkel. Was ihr jetzt machen könnt, ist durch Strom steuern, wie diese kleinen Platten hier liegen. Entweder flach oder hochkant. Das heißt, so steuert ihr, was angezeigt wird und was nicht. Was ist dunkel, was ist hell. Wenn wir die Sachen hochkant machen, kann Licht von hinten durch und entsprechend erscheint der Pixel hell. Wenn sie liegen, erscheint der Pixel dunkel. So, was dann auch halt hinten dran ist, ist einfach nur eine Steuerung, die es euch einfacher macht, diese ganzen Bildpunkte, weil ihr könnt euch vorstellen, hier auf so einem Display, das sind Tausende, wenn nicht Millionen, die einfacher anzusprechen. Je nachdem habt ihr noch eine Farbschicht dabei, das Ganze in unterschiedlichen Farben ist, aber das ist das Grundprinzip. Ihr habt jetzt aber schon gehört, ja, Licht muss von hinten kommen. Wie geht das denn? Es gibt zwei Arten. Entweder man geht hin und setzt auf die Rückseite von diesem dann durchsichtigen Display irgendeine Art Spiegel. Das kennt ihr vielleicht von Taschenrechnern. Taschenrechner kann man nur sehen, wenn es hell ist. Ja, das ist genau dieses Thema. Reflektiv, das heißt, das Licht vom Raum fällt rein, wird, wenn die Dinger flach liegen, einfach absorbiert. Es erscheint schwarz. Und wenn sie hochkant stehen, gehen sie auf eine reflektierende Stelle auf der Rückseite. Und ihr könnt sehen, dass da etwas heller ist. Alternative zu diesem Reflektiv ist aktiv beleuchtet. Das kennt ihr vielleicht vom Handy. Wenn ihr euer Handy einschaltet, euch kommt sozusagen Licht entgegen. Das heißt, hinter dem Display ist dann eine Beleuchtung. Meistens ist es irgendwie eine CCFL-Röhre, also eine Kaltlichtkathode, oder ein EL-Blatt, also eine Fläche, die zum Leuchten angeregt wird, oder heutzutage auch sehr häufig LEDs. Können wir uns auch anschauen. Ich habe ja ein Display von einem alten Tablet. Und wenn wir das Ding einfach von hinten mal aufmachen, sehen wir ganz hinten, da haben wir erst hier diese komplett nicht durchsichtige weiße Matte, die das Licht von hinten nach vorne reflektiert. Also das, was nach hinten rauskommt. Dann haben wir hier diesen Streifen, den ihr hier oben seht, diese ganzen kleinen weißen Punkte. Das sind alles kleine LEDs, die zur Seite leuchten. Und die leuchten auch dieses Blatt hier. Mal gucken, ob wir das jetzt rausbekommen. Ja, da kommt etwas. Besteht aus mehreren Lagen, also nicht wundern, wie das Ganze jetzt etwas seltsam aussieht. Genau. So. Und zwar sind das zwei Dinge. Das ist einmal hier das Glas. Sieht auf den ersten Blick aus wie normales Glas, aber wenn wir das so ein bisschen ins Licht halten, kann man es auf der Kamera sehen. Auf der Kamera geht es nur sehr schwer, aber
Da ist ein ganz feines Muster drauf, welches Licht reflektiert. Und das sorgt dafür, dass das Licht, was von hier reinkommt, von dieser Seite, nach oben wieder wegreflektiert wird, in Richtung, wo man guckt. Dann gibt es noch mal ein bisschen hier Milchglas sozusagen, was das Ganze ein bisschen weicher erscheinen lässt, weil sonst hätte man natürlich hier irgendwie so ein Rauschen drin, sag ich mal. Und davor ist dann diese Fläche hier, das sind nochmal Kohlfilter, das ist wieder was anderes. Das hat damit zu tun, dass die Platten sich ja immer in diese Richtung öffnen und nie in diese Richtung. Das heißt, man sorgt dafür, dass das Licht schon in der richtigen Richtung, nenn ich es mal, ankommt. Dafür ist der hier gut. Das ist ungefähr das gleiche, was in 3D-Brillen verbaut ist. Und das hier, was ihr jetzt seht, das ist die eigentliche Matrix aus diesen ganzen Bildpunkten, die normalerweise hin und her gehen. Hier in dem Fall ist es schon kaputt. Von daher kann man nicht ganz so viel falsch machen. Aber ich glaube, die LEDs, die kann ich mir gleich noch rausholen. Gut, so, genug geredet über die anderen Displays. Kommen wir zum OLED. Was macht das denn anders? Nun, ich habe so viel schon geredet von Reflektieren, von irgendwelchen LEDs oder anderen Methoden, die von hinten das Display durchleuchten. Nun, das brauchen wir beim OLED nicht. Das OLED geht nämlich hin und hat entsprechende organische Komponenten drin. Und wenn wir Strom dahin geben, dann fangen die auf einmal an, selber zu leuchten. Das heißt, wir haben nicht mehr einfach ein passives Licht durchlassen, Licht nicht durchlassen, sondern tatsächlich Licht aus, Licht an. Vorteil von der Sache, nun, hier könnt ihr euch vorstellen, diese Kacheln sind nie ganz dicht, das heißt, wir können nie ganz schwarz machen, es kommt immer ein bisschen Licht durch und dadurch, dass wir hier sozusagen hochkant kippen, sehr viel Abstand haben, wird das Bild auch immer so ein bisschen unscharf. Und das passiert beim OLED nicht. Wir haben ein extrem scharfes Bild, wir haben ein sehr helles Bild. Das Bild ist auch im Tageslicht sehr gut lesbar. Es gibt natürlich auch noch ein paar Nachteile, die ihr immer so ein bisschen im Hinterkopf halten solltet. Das eine wäre ja die Auflösung und Größe, denn wie ihr sehen könnt, es ist halt doch eher ein kleines Display. Und es zeigt sehr viel Text auf einmal an. Also wir haben eine sehr hohe DPI. Das ist natürlich schön, wenn ihr irgendwie Messwerte auf einem Display anzeigen wollt, weil ihr sie alle gleichzeitig im Blick habt. Aber es ist natürlich nicht geeignet, wenn ihr irgendein Display haben wollt, was auch von weiter weg lesbar sein soll. Und ein Punkt, der auch relativ wichtig sein kann, ist die Haltbarkeit. Zum einen OLED, organische Komponenten, die lösen sich mit der Zeit sozusagen ein bisschen auf. Die Leuchtkraft lässt nach. Und zwar deutlich schneller als bei einem LC-Display. Und dieses Abbauen der Leuchtkraft, das ist auch von der Verwendung abhängig. Wenn der Pixel mehr leuchtet, dann wird die Lampe auf Dauer auch schlechter. Das heißt, wenn ihr immer dasselbe Bild anzeigt, immer denselben Text, ja, dann brennt sich dieser Text sozusagen ins Bild ein. Und wenn ihr was anderes anzeigen wollt, dann habt ihr durch Helligkeitsschwankungen immer noch den Text auf dem Bildschirm. Eventuell auch ein Problem. Und, sie sind inzwischen halbwegs erschwinglich. Die Module, je nachdem, wo ihr sie kauft, für unter 5 Euro solltet ihr welche bekommen können. Sind üblicherweise schon fertig bestückt. Das heißt, ihr habt die fertigen Anschlüsse. Müsst euch nicht mit hier diesen kleinen Flachbandkabeln rumkämpfen. Und gucken wir uns erstmal an, was wir hier haben. Auf der Rückseite haben wir einfach ein paar Widerstände und Sachen. Braucht uns eigentlich nicht zu interessieren. Das Einzige, was für uns eventuell interessant ist, ist die Adresse. Damit können wir dafür sorgen, dass wir mehrere von diesen Displays am Arduino am selben Pin betreiben können. Und wie das Ganze funktioniert, sehen wir auf der Vorderseite, wenn wir oben schauen. Ground, VCC, SCL und SDA, also das hier ist ein I2C oder TWI oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ein entsprechender 2-Pin-Datenbus. Es gibt hier dasselbe Modul auch mit anderen Datenbussystemen, beispielsweise mit SPI, wo ihr dann MISO, MOSI, SCK und so weiter habt. Ich persönlich benutze lieber hier diese I2C-Dinger, denn ja, sind halt weniger Kabel, die ich opfern muss. Die Module selber laufen dabei, sowohl mit 3,3 als auch mit 5 Volt, also da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie wir die beiden hier verheiraten. Das erste, was wir natürlich brauchen, ist Strom. Solltet ihr relativ schnell finden. Hier unten haben wir ja die wunderbaren Pins. Das heißt, wir gehen hier einmal an den Ground-Pin, an den 5-Volt-Pin. Die kommen dann hier entsprechend an. Ground und VCC. SCL und SDA ist ein bisschen, je nachdem, komplizierter. Kommt drauf an, was ihr habt. Es gibt mehrere Stellen, wo ihr das finden könnt. Bei den neuen Arduinos habt ihr hier oben in der Ecke zwei Pins, die SDA und SCL sind. Wenn wir hier gucken, bei mir ist es auf der Rückseite beschrieben, SDA, SCL. Wenn ihr einen Arduino Uno habt, ist dasselbe Signal, aber gleichzeitig auch A4, A5.
Die Pins werden also für mehrere Dinge benutzt und hier auf dem ISP-Header oder ICSP-Header sind die Anschlüsse auch noch drauf. Das heißt, ihr könnt euch auswählen, wo ihr die herholen wollt. Am sinnvollsten, wenn ihr es habt, sind hier oben die beiden Anschlüsse. Ich klemme es da mal gerade an. SDA, SCL sind die beiden hier. Dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Ansonsten einfach gucken. Es gibt zu fast jedem Mikrocontroller und jedem Development Board heutzutage eigentlich Cheat Sheets oder entsprechende Datenblätter. Da müsst ihr nur suchen, wo euer I2C Bus ist. Dann könnt auch ihr da das Display betreiben. Wie gesagt, das kommt dann einfach hier ans Display dran, 1:1 übernehmen. Das heißt, hier hinten haben wir auch SDA, SCL, kommt hier auf SDA und SCL. Auf der PC-Seite gucken wir uns erstmal an, was wir denn hier überhaupt vor der Nase haben. Der Chipsatz, der eigentlich verbaut ist, ist der SSD 1306. Fast alle von diesen Display-Modulen haben den und die Dinger haben eine Auflösung von 128x64 Pixeln. Wir sehen hier auch OLED/PLED, das heißt Polymer-LED, das ist einfach die Herstellpraxis, sage ich mal. Und ja, wir haben hier ein riesen Datenblatt mit allen Informationen, was es denn so geben könnte. Und wenn wir ein bisschen runter scrollen, dann können wir schon erkennen, das Ding hat jede Menge Pins und die brauchen wir natürlich nicht alle. Uns reichen im Prinzip die I2C-Pins, deswegen haben wir dieses Modul genommen, denn da ist alles fertig für uns nach draußen geführt. Natürlich haben auch die ganzen Informationen, wie man da per I2C die Daten reinschreiben kann, wie die ganzen Kommandos heißen, aber wir wollen es natürlich in einfach halten, deswegen nutzen wir eine fertige Library. Die bekannteste, die es da gibt, das ist U8G2. U8G2 ist, wie man schon an der 2 hinten erahnen kann, die zweite Version. Das Original war die U8GLib, die ist allerdings nur noch spärlich gewartet, deswegen guckt euch lieber hier diese neue an. Damit geht's am einfachsten. Die können wir auch direkt in Arduino installieren. Die ist dankenswerterweise direkt vordefiniert. Dazu gehen wir einfach bei unserer Arduino-Installation auf Sketch, Bibliothek einbinden, dann hier Bibliotheken verwalten. Wenn wir einen kurzen Moment warten, können wir über die Suchfunktion U8G2 suchen. Wir sehen es hier, U8G2 bei Oliver. Aktuell ist die Version 2.7.5, während ich das hier aufnehme. Klicken wir mal auf Installieren. Und dann haben wir alle Dateien, die wir brauchen, um die Displays anzusprechen. Wenn wir dann in die Beispiele gucken, dann werden wir feststellen, dass es für diese Library mehrere Arten gibt, sie zu verwenden. Die sind hier alle aufgelistet. Die unterste ist die U8X8. U8X8 ist sozusagen eine abgespeckte Variante von hier dieser Library. Die hat den Vorteil, dass man sehr einfach Texte darstellen kann, aber man hat halt ein paar Einschränkungen. Beispielsweise sind alle Schriften in der Schriftgröße 8x8 Pixel. Es gibt nur sehr wenig Schriftarten und ja, ist halt eher was für die kleinen Projekte zwischendurch. Vorteil von der Sache, nun, man braucht sehr wenig Ressourcen dafür. Das nächste wäre der Page Buffer. Beim Page Buffer, da haben wir schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Wir können aus einer Unzahl von Schriftarten auswählen können, wie wir hier sehen, UTF-8 drucken, das heißt also auch solche wunderbaren Zeichen, Smileys, was auch immer es da alles gibt. Wir können Logos darstellen, wir können schöne Grafiken machen, das geht zwar auch hier, aber ist ein bisschen eingeschränkt. Bei PageBuffer läuft das Ganze so ab, dass wir eine Art Schleife haben, in der wir jedes Mal unser Bild zusammenbauen und einen Teil davon ans Display schicken. Das hat den Vorteil, dass wir dieses ganze Bild nicht die ganze Zeit im Speicher halten müssen, aber auch den Nachteil, dadurch, dass wir es jedes Mal neu aufbauen müssen und stückchenweise nur ans Display schicken, ist es relativ langsam. Das ist für die meisten Anwendungen okay. Wenn ihr allerdings irgendwas habt, wo ihr viele Bilder hintereinander anzeigen wollt, also viel Frames pro Sekunde erreichen wollt, zum Beispiel, weil ihr irgendwie ein Spiel programmieren wollt oder weil ihr irgendwelche sich schnell ändernden Messwerte habt, nun, dann kann das hier teilweise schon zu langsam sein. Der letzte Punkt, das wäre der Full Buffer. Hierbei baut ihr erst im Arbeitsspeicher ein komplettes Bild zusammen und dann sagt ihr der Library, mach mal. Das hat den wunderbaren Vorteil, dass ihr das Ganze nur einmal aufbaut, also nur einmal die Rechenleistung investieren müsst. Entsprechend schnell geht das Ganze auch, aber ein entscheidender Nachteil, nun ja, 128x96 Pixel müssen die ganze Zeit im RAM behalten werden. Und im Falle vom Arduino Uno hier zum Beispiel heißt das, nur dadurch, dass ihr ein Bild zusammenbaut, habt ihr schon fast 80% eures Speichers, eures Arbeitsspeichers verbraucht. Das heißt, ihr müsst sehr sparsam sein mit eurem Programm. Gucken wir uns die alle mal an. Fangen wir einfach mal mit einem ganz einfachen U8X8 an
und zwar einem Hello World, macht man ja heutzutage so. Wir sehen, wir kriegen hier das Ganze fertig. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist hier unten auszuwählen, was haben wir denn überhaupt. Und zwar haben wir ja gesagt, wir haben den hier, den SSD 1306, 128x64 Pixel per I2C. Und das ist immer wichtig, die Zeile hier zu holen, OLEDs without reset of the display. Denn wenn ihr richtig drauf gepasst habt, ja, wir haben ja nur die beiden Datenpins, wir haben keinen eigenständigen Reset-Pin. Deswegen immer die Zeile hier benutzen, wenn ihr das Modul habt. Der Rest ist nicht viel zu sagen. Wenn wir gucken, hier unten der eigentliche Code, der benutzt wird, ist relativ einfach. Was wir hier oben machen, ist die Library importieren, die U8X8, also die kleinere. SPI ist für uns uninteressant, nutzen wir ja nicht. Im Setup sagen wir lediglich, wir wollen neues Display anfangen. Power Save machen wir aus, wir wollen kein Power sparen. Ich glaube, das bezieht sich bei einigen Displays auf die Hintergrundbeleuchtung und solche Sachen, beziehungsweise die Leuchtstärke. Und ja, was wir dann in der Loop machen, ist uns eine Schriftart auswählen. In diesem Fall die Schriftart Chroma 48 Medium 8R. Können wir gleich mal rüber gucken. Da gibt's entsprechend auf der Webseite eine Liste, wo ihr euch die alle vorher anschauen könnt. Und was wir machen, ist einfach den String Hello World schreiben an Position 01. Das heißt in dem Fall, ich glaube, das nullte Zeichen von links in der ersten Zeile von oben. Also klicken wir mal auf Hochladen und gucken rüber aufs Display. Und da haben wir den wunderbaren Text Hallo Welt, beziehungsweise Hello World war ja auf Englisch. Ja, wir können den jetzt einfach mal kopieren, können sagen, okay, wir möchten jetzt 02, also in die zweite Zeile. Hello YouTube. So, laden wir das hoch und schon haben wir auch den Text. Da kommt er. Das sieht jetzt hier ein bisschen abgeschnitten oder seltsam aus. Das Display, was ich habe, das ist in mehreren Farben. Ich glaube, da ist eine Reihe irgendwie dazwischen, wo keine Pixel sind. Daher ist das ein bisschen, Eventuell kann man auf der Kamera auch sehen, dass es ein bisschen flackert. Das kommt von der Ansteuerung. Mit dem Auge seht ihr das nicht. Also es ist eine relativ hohe Frequenz. Das kommt jetzt einfach nur durch die Kamera. Gut, gucken wir gerade noch hier dieses U8X8, das hat ja auch einen Grafikmodus. Flip Mode, Dark Graphics Mode, machen wir das einfach mal. Laden den hoch und dann könnt ihr auch sehen, dass die Grafikfunktionen da sind. Müssen hier wieder das richtige Display auswählen. Dadurch, dass die Library halt für sehr viele verschiedene ist, muss man das immer einstellen in den Demos. So, wird hochgeladen und da kommt unser Bild. Wir können also sehen, es sind hauptsächlich Zeichen und Blöcke, die wir hier machen können. Aber keine Grafiken sozusagen im Sinne von Zeichnen, was man denn gerne haben möchte. Aber im Gegenzug, wenn wir unten gucken, wir haben gerade mal eine Speicherauslastung von 9 Kilobyte und 20% vom RAM. Wir werden gleich sehen, das geht auf jeden Fall auch noch größer. Und zwar holen wir jetzt mal das nächste, nämlich den Page Mode. Beim Page Mode oder Page Buffer haben wir die kompletten Funktionen, können also deutlich mehr machen als mit der anderen Library, die wir hatten, beziehungsweise diesem Teil. Dafür braucht er halt mehr. Wir holen hier mal den Hello World, suchen nochmal gerade unser Display. Wo ist es? Da. Die Zeile. Und führen dann das hier mal aus. Und hier bei dem Hallo Welt könnt ihr schon unten sehen, das sieht ein bisschen anders aus als vorher. Und hier kann man auch auf dem Bild wunderbar sehen, es ist eine andere Schriftart, es ist eine andere Größe. Und ja gut, in meinem Fall, dadurch, dass es ein mehrfarbiges ist, OLED, dieser Farbwechsel. Die meisten OLEDs, die ihr auf dem Markt bekommt, sind entweder blau oder gelb oder weiß. Ich habe mir hier extra eins geholt, welches die ersten paar Zeilen gelb hat und dann blau, weil ich da halt oben eine Art Titel einbauen möchte in meinem Projekt. Aber zurück zum Code. Wir haben hier erstmal diesen UG2Begin, ähnlich wie bei dem anderen Hello World. Hier unten sieht es dann aber anders aus. Wir machen erst eine neue Page auf, das heißt, wir wollen ein neues Bild zeichnen. Dann gehen wir in eine Schleife und darin setzen wir die Schriftart und wir schreiben einen String. Was ihr eventuell gesehen habt, hier heißt es nicht mehr 01, also erste Zeile, sondern 024. Wenn wir mit UG2 arbeiten, dann reden wir von Pixeln. Das heißt, wir gehen jetzt von der Oberkante 24 Pixel runter. Die Schriftart hier
Hier steht es jetzt nicht dabei, aber ich meine, das ist irgendwie ja, 14, ich schätze mal, das sind 14 Pixel, also hätten wir oben 10 Pixel Luft. Und diese Schleife lassen wir so lange laufen, wie dieses Next Page noch aktiv ist. Das heißt für uns, wir werden diesen Block hier so lange wiederholen, wie das Bild noch nicht komplett aufgebaut ist. Es braucht ein bisschen weniger RAM, aber ja, dafür ist es halt etwas langsamer. Wenn wir auf den Code gucken, es ist ein bisschen größer als eben. Allerdings, eben hatten wir ja einen kompletten Grafiktest, wenn wir mit dem Hello World vergleichen. Naja, das hier, das waren gerade mal 5,6 Kilobyte bei 350 Byte RAM. Und der hier, der ist jetzt bei 9,1 Kilobyte bei 500 Byte RAM, also schon 25% belegt. Dafür, wie gesagt, wesentlich mehr Funktionen. Wenn wir hier mal einen Grafiktest machen, Graphics Test, da können wir schon deutlich mehr sehen. Und zwar sehen wir können einfach irgendwelche Boxen ausgefüllt, nicht ausgefüllt. Wir können die animieren, wir sehen, die gehen ein bisschen hin und her. Dasselbe natürlich auch noch mit Kreisen. Hier nochmal Boxen, abgerundete Ecken, irgendwelche Zeichen, die gedreht, ach nee, das Text, der in verschiedenen Richtungen gedreht sind. Wir können Linien zeichnen. Diese Dreiecke hier. Also ihr seht, da sind sehr viele Grafikfunktionen dabei. Ja gut, Text natürlich auch, sollte klar sein. Wenn wir im Code uns das nebendran mal anschauen, dann sehen wir auch diese ganzen Funktionen. Prepare a Box Frame, wo wir dann eine Box zeichnen. Ihr seht, das Ganze wird dann auch entsprechend größer natürlich. Hier haben wir schon 21, fast 22 Kilobyte an Code und 35% vom RAM weg. Aber na, es geht halt noch dafür, dass wir sehr viel Grafik machen. Und wie gesagt, Geschwindigkeit ist hier überschaubar. Wenn wir gucken, hier gibt es einen FPS-Test, wo wir anzeigen können, wie viele Frames pro Sekunde wir hinbekommen. Und wir sehen jetzt hier, er baut einfach mal mehrere Bilder auf, um zu gucken, wie lange dauert das denn. Kann einen kleinen Moment Geduld benötigen, bis das Ganze durchgelaufen ist. Und wenn wir gucken, 1,4 Frames pro Sekunde, so um den Dreh. Das ist ungefähr das, was wir da rausbekommen. Auch hier Draw Pixel 1,6 Frames pro Sekunde. Also alles eher überschaubar. Wenn wir auf Geschwindigkeit gehen wollen, haben wir aber ja wie gesagt noch die dritte Möglichkeit. Nämlich den Buffered Mode, wo wir einen kompletten Puffer im RAM aufbauen. Auch hier können wir Hello World mal gucken. Sieht nicht unbedingt anders aus. Wir gehen lediglich hin, sagen neues Bild, setzen auch hier wieder die Schriftart, machen unseren String und sagen dann nur noch Send Buffer. Ich werde es jetzt nicht hochladen, das ist sieht halt gleich aus. Wir gehen direkt mal rein in den Grafiktest. Da können wir direkt mal sehen, dass das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schneller funktioniert. Graphics Test, halt, wir müssen wieder unser Board reintun. Und da geht's dann jetzt auch los und wir sehen, es bewegt sich ein bisschen flüssiger, mehr oder weniger. Gut, flüssig ist natürlich relativ. Hier das Display hat nicht so viele Pixel. Aber ich denke, es ist auch optisch sichtbar, dass es was schneller ist. Aber halt nicht umsonst, wenn wir hier unten gucken. Ja, 21,6 Kilobyte und vor allen Dingen, unser größeres Problem, 1600 Byte an RAM. Das heißt, wir haben fast 78% schon belegt und hier kommt auch schon eine Warnung von Arduino. Wenig Arbeitsspeicher verfügbar, es könnte Stabilitätsprobleme geben. Ja, alles was über 75% ist, ist normalerweise, ja, da sollte man ein bisschen aufpassen. Und vor allen Dingen, wenn wir vergleichen hier mit dem Graphics-Test, den wir vorher gefahren haben. 21,6, die sind ungefähr gleich für das Ganze. Aber wenn wir auf den RAM gucken, hier hatten wir 719 Byte und hier bei dem Full-Page ja, 1600, also mehr als das Doppelte, was wir da an RAM benötigen. Und naja, RAM ist halt auf so einem Arduino keine so ausgiebig vorhandene Ressource. Wie gesagt, dafür haben wir ein bisschen mehr Frames. Wenn wir den Frame-Test laufen lassen, können wir das wahrscheinlich auch recht schnell sehen. Da sind wir bei 1,9 Frames pro Sekunde. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, wird bestimmt auch vom Display selber jetzt limitiert sein. Aber wir benötigen hier bei dieser Methode weniger CPU-Leistung, was uns halt ermöglicht, in der Zeit, wo das Bild aufgebaut wird im Bildschirm, teilweise auch noch die CPU für andere Sachen in unserem Programm zu nutzen. Aber wie gesagt, alles auf Kosten vom RAM und ja, da müsst ihr dann schauen, ob das für eure Anwendung brauchbar ist. Ihr habt jetzt, denke ich, gesehen, wofür die Bildschirme gut sind.
Man kann wunderbar Messergebnisse oder solche Sachen drauf anzeigen. Wir haben eine sehr hohe Auflösung auf der kleinen Fläche, aber eben auch eine kleine Fläche. Also es ist nichts, wenn man es von weiter weg lesen können soll. Und wie gesagt, ihr müsst ein bisschen ein Auge drauf halten. Die Haltbarkeit ist überschaubar. Es gibt da Einbrennprobleme, also eventuell nicht die ganze Zeit denselben Text anzeigen. Ich kann auch mal gerade hier meinen Code aufmachen. Und dann seht ihr hier schon den USB-Power-Monitor mit entsprechenden Spannungen, Strömen. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns mal anders an. Aber das Display, was wir uns heute anschauen sollen, ich denke, ihr wisst jetzt, dass, wenn ihr die richtigen Ansteuerungen benutzt, es das tut, was es soll.